Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Früher gab es ja in München auch so eine offene Drogenszene. Also in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren. Ich weiß nicht, wie es in die 2000er aussah, wie es heute ausschaut, aber damals war das so. An der Universität gab es Haschisch, an der Gisela-Straße gab es Rohypnol und Tabletten. Und Kurinsaft, am Ostbahnhof gab es auch Kurinsaft und Tabletten, am Hauptbahnhof gab es Heroin. Wenn es nicht am Hauptbahnhof gab, die Heroinszene, die ist gewandert. Die anderen, die sind lange Zeit da fest gewesen, weil im Englischen Garten wurden die eigentlich vertrieben, die Leute, die da Tabletten verkauft haben und Zeug. Die wurden da draußen von der Polizei mehr oder weniger vertrieben aus dem Park und sind abgewandert an die U-Bahn. Ganz früher waren die am Odeonsplatz, deswegen läuft dort klassische Musik. Weil sie gesagt haben, klassische Musik, das vertreibt die Junkies, das gefällt denen nicht und deswegen gehen sie da nicht hin. Was natürlich Quatsch ist, aber ja, deswegen läuft die da. Die Joggerei, also das Vertreiben am Hauptbahnhof, das hat ziemlich lang gedauert und das war auch ziemlich, ja, ekelhafte Erscheinung, weil die Szene selber war schon hart. Ja, offene Szenen sind immer hart, weil du hast immer, wenn du was verkaufen möchtest, hast du immer einen Konkurrenzdruck. Du musst der Zeuge loswerden, damit du genug hast, um deinen Affen zu töten, um ein bisschen deinen Rausch zu haben und dann wieder was zu kaufen zu können, um den Kreislauf zu halten. Also es ist halt auch ein Kreislauf. Und wenn dann aber da die Polizei reinkrätscht und in München krätschen die ziemlich hart rein, ist es dann halt schon noch mehr Druck. Weißt schon? Und dann ist das aber für einen Konsumenten, weil ich habe da nichts verkauft. Am Hauptbahnhof hab ich nie was verkauft. Ich habe da nur selber gekauft und absolute Scheiße erlebt und gesehen auch. Weißt schon? Ich finde es auch assi, wenn der Polizei einen Verkaufsvorgang sieht und den Falschen rausgreift, dann erwischen sie ja den Kunden und angenommen, der schmeißt es weg. Dann ist das Zeugel weg, aber er hat auch kein Geld und dann durchsuchen die den und finden nichts, wie mir geschehen. Aber dann stehe ich da und habe nichts mehr, kein Geld mehr und kein Schorre mehr. Danke schön, Arschloch. Schön hast du mir geholfen, Idiot. Oder Idiotin, weil es war eine Frau, ja, die mich da mitgesteppt hat. Sie hat nichts gesehen, gar nichts. Ich habe was gekauft, wollte eigentlich schon gehen und die Tina steht da und quatscht noch mit jemandem und dreht sich eine Kippe. Gibt mir den Tabak und in dem Augenblick, wo sie mir den Tabak geben will, springt die Polizistin sie an und schnappt ihr den Tabak fest, hält sie fest dabei. Die andere, die mit ihr geredet hat, dreht sich weg und geht weg. Und wir stehen beide da und sie nimmt uns fest wegen nichts. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Außer, dass ich runtergehen wollte. Ja, natürlich schon. Klar, ich habe vorher schon gekauft, aber das hat sie gar nicht sehen können. Ja? Die hat gedacht, wir verkaufen da was. Die dumme Nuss. Boah, hat mich das genervt. Hä? Ehrlich. Und als wir da so mit ihr weggehen, kommt auch noch ein Dealer her und quatscht mich voll, ob ich was brauche. Schnallst du das nicht? Das Polizei, geh weg. Bis er es geschnallt hat, dass das eine Polizistin ist, weil die ihn so komisch angeschaut hat. Weg war er. Überall rundherum ist abgegangen wie Sau. Aber uns haben sie rausgepickt. Und warum? Weil ich Dreadlocks gehabt habe. Das sag ich euch. Ich bin der Einzige gewesen, der ein bisschen aufgefallen ist, weil ich halt schwarze Sachen, schwarzer Mantel, Dreadlocks, den ziehen wir raus. Den kontrollieren wir. Aber ich muss sagen, die haben da schon ziemlich aufgeräumt, weil als ich dann später mal wieder da war, meine Eltern besuchen, bin ich schon mit Herzklopfen da gewesen. Ich bin halt in München Flughafen gelandet und mit der S-Bahn reingefahren am Hauptbahnhof, weil ich da umsteigen muss. Da war da nichts mehr. Ja. Auch, sie waren auch nicht mehr an der Gisela-Straße. Niemand mehr da beim Sendlinger Tor. Keine Sau im Untergeschoss vom Marienplatz, wo sie früher immer alle waren. Hey. Weißt du? Ostbahnhof leergefegt. Muss ich sagen, hey, keine Ahnung, was sie gemacht haben, wo sie hingetrieben haben. Ergeben tut es noch, das weiß ich. Ich habe ein paar Leute getroffen. Ich habe es ihnen angesehen, sie haben es mir auch bestätigt, aber es läuft halt nicht mehr im Offenen ab. Das ist alles so im Verborgenen. Ne? Aber geben tut es das.
Und es ist auch nicht schwer ranzukommen, wenn man will. Jetzt stell dir mal schon die Frage, was eigentlich damit bezweckt ist. Ist jemandem wirklich geholfen? Ich denke mal schon, den Leuten, die nichts damit zu tun haben. Und das kann ich auch wirklich nachvollziehen, weil das ist schon absolut ekelhaft, wie die Leute sich aufführen, wenn sie so die Hemmung verlieren. Ja, die führen sich da schon, ihr wisst es ja selber, wenn Menschen im Ballermann fahren zum Beispiel, und dann führen die sich da auf, wie blöd, weil sie besoffen sind, weil sie Urlaub haben und meinen, ja, jetzt kann ich einfach mal die Sau rauslassen, das ist Urlaub, da darf ich das. Ich weiß nicht, warum die Menschen sind so, dann, dass sie dann glauben, sie können dann sich das rausnehmen. Dasselbe passiert halt dann auch, wenn die Hemmschwelle weg ist, aber in einer anderen Beziehung, weil die Leute, die feiern dann ja nicht, sondern die wollen dann Geld haben. Weißt du? Ohne Gegenleistung am allerbesten. Oder sie strecken halt irgendeinen Mist rein. Und wer weiß, was das so alles ist, was man sich da so in die Ohren spritzt, neben dem Heroin, wenn man dann irgendwas auf dem Schwarzmarkt kauft. Eigentlich ist das schon sehr verrückt, dass das Rauchen ja schon fast das Gesündere, oder? Ja, aber ich weiß auch nicht, was man da alles mitraucht. Ciao, Leute. Peace out.